Wir sind hier in Löwenstein heute beim dritten von insgesamt 4 Integrationsdialogen. Unser Ziel heute ist es herauszufinden, wie die Lebenssituation von Geflüchteten verbessert werden kann. Dazu sitzen hier Vertreter von Kommunen, von Vereinen zusammen mit Geflüchteten aus 7 Gemeinden und Kommunen insgesamt zusammen, um mit dieser Frage nachzudenken. Am Ende des Tages soll der Entwurf zu einem Projekt stehen, das von den Mitteln aus dem Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg gefördert werden kann. Dafür haben wir im Landkreis Heilbronn insgesamt 50.000 Euro bekommen, von denen 36.000 Euro den Projekten zur Verfügung gestellt werden. Die letzten 2 Minuten! Wichtig dabei ist, dass die Projekte nicht für die Geflüchteten gemacht werden, sondern zusammen mit den Geflüchteten organisiert werden. Ich heiße Zakaria. Mein Name ist Autake. Ich freue mich heute mit Ihnen kennenzulernen. Ich komme aus Syrien. Ich bin seit einem Jahr in Deutschland. Also das Ganze hier ist Teil des Integrationskonzepts für den Landkreis Heilbronn. Es geht uns darum, das ehrenamtliche Engagement für und mit den Geflüchteten zu unterstützen. Und wir möchten die Kommunen bei ihrer konkreten Integrationsarbeit vor Ort unterstützen und sie fördern. Deshalb freuen wir uns sehr, dass unser Antrag erfolgreich war und wir niedrigschwellig die Mittel, die wir bekommen haben, an die Kommunen weitergeben können. Und wir freuen uns auf Ihre vielen und guten Projektanträge. Und wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.